Willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword im allerletzten Dungeon, wo wir die drei Triforce Pieces finden können. Mit diesem Schiebepuzzle können wir das Geschehen wirklich verändern. Und wir müssen herausfinden, wie wir alles ziehen und drehen und alles müssen, damit wir hier wirklich auch weiterkommen. Ja. Und das versuche ich gerade herauszufinden, weil das ist wirklich nicht einfach. Ich weiß nicht, ich kann hier rumschieben, wie ich möchte. Was für einen großen Sinn wird das denn überhaupt am Ende haben? Ist halt die Frage. Ich bin nicht wirklich gut mit solchen Schiebepuzzeln. Deshalb, es kann sein, dass die größte Zeit einfach darin steckt, dass ich ja einfach nur rumschiebe. Ich weiß gar nicht, was ich gerade mache. Hey, sind alle drei in einer Reihe. Komm, das ist jetzt doch auch schon, oder? Wir haben es geschafft. Wir haben die Prüfung durch. Nee, leider ist das nicht so einfach. Vielleicht ist der auch einfach falsch. Das Problem ist, der muss aber eigentlich richtig sein, weil den kann ich nicht wegschieben. Ich kann... Der hier ist stuck. Der hier ist stuck. Der ist so gesehen richtig, weil hier ist der Eingang. Hier ist Eingang, zack, zack. Das muss richtig sein. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Heißt, wir brauchen jetzt eigentlich irgendwas, wo unten so ein Clip ist. Entweder eins von diesen dreien müsste als nächstes stimmen. Und... Der hier war es nicht. Den haben wir ausprobiert. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Gang zu irgendwo anders hin. Bedeutet, dass es entweder der da oben ist oder der hier unten. Versuche ich den mal dahin zu kriegen. Das ging ja einfach. So, als nächstes brauchen wir dann also irgendwas, was auch wieder unten. Das hier müsste eigentlich dahin. Richtig? Da ist das Problem. Ich krieg den da unten, glaube ich, auch gar nicht weg. Ich wüsste nicht wie. Und jetzt? Ich krieg den da nicht weg, egal was ich mache. Der geht da nicht weg. Vielleicht ist doch hier, das ist doch falsch. Der kann es aber nicht sein. Ich kann doch nicht nach rechts. Hier ist ja nichts. Ich will da rausfliegen einfach aus dem Dungeon. Was könnte es noch sein? Das, oder ist der falsch? Der kann nicht falsch sein. Ich krieg ja keinen anderen hier weg. Also die beiden sind hier komplett stuck, die beiden. Oder? Ich drehe es erstmal so. Aber da kann ich jetzt nicht rein, oder? Weil hier ist ja keine Tür, die das connectet. Hier sind ja zwei Türen, die es connecten. Ich zeig am Anfang eine Vogelstatue? Ich schau mir das mal an, was das für ein Ort ist. Das ist ja total verwirrend, dieser Dungeon. Also wenn ich jetzt hier durchgehe, wo komme ich dann hin? Irgendein neuer Ort auf jeden Fall. Oh nein. Oh nein. Wir sind wieder hier. Bei Ranel. Okay, Moment. Das bringt jetzt nicht so viel, das jetzt hier zu machen. Wir haben den Raum, wir müssen den Raum wahrscheinlich einmal abschließen. Okay. Wahrscheinlich ist das hier für die Abkürzung. Ach, das. Ich glaube, wir sind. Das ist falsch rum. Ich glaube, damit müssen wir nach unten, weil hier die Vogelschale hier ist. Obwohl, nein. Die Kugel ist ja hier, dann ist das schon richtig. Machen wir einfach mal den Raum und gucken uns das Ganze an. Vielleicht beantworten sich ein paar Fragen, wenn ich einfach mal mache. Ja, wenn ich einfach mal mache. Ah Gott, jetzt ist er schon am Leben. Wo muss er hin? Geh mal erstmal weg aus dem Feld, damit er stirbt. Lass ihn mal hier liegen. Ich weiß nicht, wo ich lang muss, damit das richtig war. Ja, komm, hallo! Geht doch. Hüp, 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 hüp. Hüp, hüp. Link. Bisschen weiter. Wie soll er denn da nach oben kommen? Hier nach oben. Oder muss ich hier oben einen Schalter finden, damit da unten das Tor aufgeht oder so? Ja, hier ist ein Schalter. Beetle, schau dir das mal an. Was gibt's denn hier? Ha?
Okay, irgendwas muss ich da runterkullern lassen. Vielleicht die Kugel? Ach, Moment, vielleicht kann ich mit der Kugel das da oben schon mal erwecken. Das kann funktionieren. Auch wenn das der Gegner ist, ich muss ihn ja erstmal ignorieren. Ja, wenn ich ihn hier stehen lasse. Und dann schnell hier hoch, bevor er mich trifft. Das hier oben. Kann ich erreichen? Perfekt. Dann jetzt schnell die Kugel nehmen. Dann hier hoch werfen. Ja. Lieferung angekommen. Jetzt müssen wir ganz schnell nach oben, glaube ich. Damit wir unsere Lieferung annehmen können. Unsere Post wurde geliefert. Wir nehmen es mit. Perfekt. Ich glaube, wir müssen es andersrum machen. Dass wir es von da runterschmeißen und dann passiert irgendwas. Aber nope. Okay, weiß nicht, was er macht. Damit aktiviere ich dich. Aber auch dich. Bleib mal hier stehen. Was macht dieser Schalter? Aha. Okay, dann ich muss hier irgendwas. Eigentlich muss die Kugel da doch stehen bleiben. Okay, Moment. Nehmen wir die Kugel mit. Blasen los. Kann ich dir da gleich rüberschmeißen? Bonk. Ja, genau. Jetzt muss ich doch eigentlich. Nein, das geht nicht. Das kann ich da nicht rüberschmeißen. Das funktioniert nicht. Muss ich hier vielleicht runter? Gehen wir nochmal zurück. Vielleicht muss ich hier erstmal runter. Boah, die Räume werden wirklich immer komplizierter, ne? Habe ich hier unten was übersehen, außer halt diesen Gegner hier? Hier ist gar nichts. Unten ist nichts. Unten ist total egal, denke ich. Habe ich hier vielleicht irgendwas übersehen? Der Schalter. Hey, jetzt geht er? Er resettet das Ganze. Kann man sonst vielleicht Softlock das oder so? Aber jetzt ist wieder auf ihn zu. Kann ich diese Kugel hier durchkriegen, wenn ich diese rolle? Wenn die Kamera mitmachen würde. Nee, die kommt da nicht durch. Kugel kriege ich da nicht durch. Ha? Ich kann hier den Raum verändern. Okay, ja, das muss ich jetzt erstmal schaffen. Okay, dann ist das vielleicht wichtig und richtig, hier diesen Raum erstmal zu schaffen. Aber ich habe ehrlich keine Ahnung. Ich hätte halt jetzt gedacht, ich schmeiße ihn darüber. Das funktioniert so aber nicht. Moment, ich habe vielleicht ein bisschen das eine andere Idee. Wenn ich den schon mal ein bisschen weiter schiebe. Ja? Ich schiebe ihn, bis er hier ist. Dann springe ich ab. Ja? Dann gehe ich hier drüber. Mach das Tor auf. Und vielleicht kriege ich dann mit dem Krug hin, dass der bis dorthin reicht. Okay, ich war wirklich kurz vorm Verzweifeln. Zugegebenermaßen. Oh, ich muss das noch nicht jedes Mal sehen, Spiel. So. Aber jetzt haben wir es doch. Ja. Nee? Da können wir was abschießen. Piu! Ding, 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 ding. Okay. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann müssen wir jetzt noch einmal. Nein. Müssen wir jetzt noch. Da, richtig? Das Ding, das Kart hier einfach rüberholen. Perfekt. Jetzt ist der Schalter auch deaktiviert. Der ist fürs Resetten. Okay, jetzt können wir weiter.
Boah, das war aber echt schweres Rätsel, finde ich. Aber ich hab's gemeistert. Was machst du? Ach, du bist wieder so ein Ding. So ein Schnucki bist du wieder, ja? So ein Süßi, so ein Schnucki. Aber er fährt nicht. Jetzt fährt er. Oh, muss mich beeilen. Oh, nicht du, nicht du, nicht du, nicht du! Komm her! Tot bist du. Schnell, 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 schnell. Wo ist es da? Nein! So geht das nicht! Jetzt! Ach, da oben! Die Ziele! Habe ich nicht bemerkt. Die Ziele hier müssen wir abschießen. Alle fünf. Und dann kommen wir an den Kartentisch. Können dann wahrscheinlich hier was öffnen. Okay, Moment, Moment, Moment. Dann fahr bitte wieder. Wie bringe ich dich dazu zu fahren? Hiermit? Jetzt macht das Tor auf. Ha? Ja, okay, das ist ein Rückweg. Das ist ein Rückweg. Oh, ich krieg langsam eine Idee, wie das hier alles funktionieren könnte. Okay, Moment. Wieso fährst du nicht wieder weiter? Fahr doch bitte weiter. Oder liegt das an dem Schalter hier, dass du nicht mehr weiterfährst? Also ich muss hier stehen. Na komm, zack, rüber. Jetzt das hier rausholen. Er ist halt nicht down, aber ich hoffe, er stört mich jetzt nicht. Ding! Kapau! Und bing! Na komm! Muss man ätzend lange warten. Den mach ich noch schnell down. Die sind ja mittlerweile easy. Jetzt, wo ich deren Schwachstelle weiß. Und ein Fall verschwendet. Yay! Damit. Oh, ich habe eine super krasse Idee, wie das jetzt laufen könnte. Und zwar. Wir sind ja jetzt hier, genau. Den Raum, wo wir gerade drin sind, den können wir nicht verändern. Aber jetzt können wir alles andere verändern. Das heißt, wir können hier alles rumschieben. Ja, haha. Ja, haha. Das ist wunderbar. Das heißt, dieser Raum hier, der könnte jetzt einfach, sagen wir zum Beispiel, zu einem Triforce hier führen. Muss ich das jetzt ja nur richtig drehen alles. Okay, zu dem Triforce kann er nicht führen. Zu dem könnte er aber führen. Die anderen sind da stuck, leider. Aber so, so komme ich schon mal zu dem Triforce hin. Genau, wir gehen da lang. Was ist das? Da waren wir schon, wie ihr sehen könnt. Dafür brauchen wir aber erstmal einen Schlüssel. Das heißt, das ist doch der falsche. Okay, das geht doch nicht mit... Okay, der grüne, den können wir noch nicht machen. Für den grünen brauchen wir einen Schlüssel. Merken wir uns das. Der grüne braucht einen Schlüssel. Was mach ich denn dann? Der ist stuck und der ist stuck. Der war eigentlich perfekt. Warte, Moment. Ich brauche den hier. Ich versuch den da mal da rauszuholen. So, zack. So, zack, zack. Genau, dann komme ich jetzt nämlich zumindest schon mal hier hin. Der kann nach oben führen. Der hier? Oder der? Ne, der macht keinen Sinn. Der maybe? Wie krieg ich denn da raus? Ich meine, gehen wir trotzdem mal hier hin. Einfach nur, weil wir. Weil wir hier vielleicht auch noch einen weiteren Kartentisch finden. Aber ich merke gerade, wir können ja. Vielleicht ist da ein Schlüssel zufällig. Da können wir zumindest das so drehen. Auch wenn ich nicht glaube, dass es richtig ist. Gucken wir mal, wie das jetzt aussieht, das Ganze. Ja. Heißt, ich gehe jetzt hier rein. Dann komme ich wieder zu diesem
Waldgebiet, richtig? Ja. Ja, Wald. Dann gehe ich hier hinaus. Und dann kommen wir in ein neues Gebiet. Boah, wir müssen auf jeden Fall alles erkunden. Sonst wissen wir nicht, wo lang. Aha, in Eldin. Haben wir mal allen, jeden einzelnen Ort schon mal gesehen. Okay, wunderbar. Wieder volle Pfeile. Das sieht kompliziert aus. Ich hoffe mal, dass es nur Schein ist und nicht wirklich kompliziert ist. Was ist denn hier? Gibt es etwas zu erkunden? Zwei verschiedene Orte, wo wir erkunden können. Okay. Dup, 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 dup. What? Hier ist noch nichts. Ah, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Dann macht er das jetzt nämlich da auf. Bin du nicht stuck? Ah. Okay, was haben wir erneut? Anderer Winkel. Hat funktioniert. War nicht geplant so, aber hat funktioniert. Perfekt. War natürlich alles geplant. Ne, klar. Ich weiß, was ich tue, Leute. Mir könnt ihr Bomben anvertrauen. Kein Problem. Ich kann ihr nur mit einem Wirbler angreifen. Ist das so? Ist das so? Bitte greif mich nicht an. Bitte greif mich nicht an. Keine Ahnung, so. Was bist du denn für ein nerviger Gegner, du? Mein Gott. Okay, hier wollen wir durchbuddeln. Sehr nützlich. Okay, bam, bam, Schalter. Dann bekommen wir weiter. Mehr aber auch nicht. Okay. Das ist aber echt interessant, diese Dungeon. Da muss man wirklich nachdenken. Da muss man wirklich sein Köpfchen benutzen. Dann habe ich das ab. Genau, jetzt kommen wir hier lang und... Leider werde ich jetzt das erste Mal meine Herzen verlieren hier in diesem Dungeon. Hey! Wuh! Okay, doch nicht! Wunderbar! Ja, ich bin einfach Profi, war geplant, natürlich, klar. Wunderbar. Finde die leuchtenden Steine, schlage den untersten zuerst, nur so öffnet sich das Tor. Okay. Leuchtende Steine, der untere des erstes. Das habe ich jetzt verstanden. Findet sich vielleicht hier hinter einer? Psch, psch. Der unterste? Ist auf jeden Fall ein Stein. Also nicht der ein Stein, aber ein Stein halt. Okay, das hat wahrscheinlich eine Reihenfolge, oder? Okay, dann, ich denke mal, dass wir da nicht selber gehen dürfen. Aber sonst die Lava fallen, so wie der Dude gerade. Der hat uns das vorgemacht. Oder? Oh, oh. Ich hab doch mein Herz verloren. Oh Gott, ich habe aber keine Bomben mehr. Ich brauche Bomben. Wachsen hier welche? Ich brauche dringend Bomben. Ich habe keine mehr. Was ist da oben? Vielleicht mache ich es mir auch zu schwer. Vielleicht ist hier irgendwo eine Donnerblume, die hier wächst, die ich mal eben mitgrapschen kann. Ha? Nein? Okay, scheinbar will das Spiel wirklich, dass ich den richtigen Winkel hier finde. Oh Gott, ich war aber noch nie wirklich gut damit, mit den Winkeln. Obwohl... Oh! Skill! Das überrascht mich, dass ich das hingekommen habe. Und zack! Ich habe mir überlegt, vielleicht mit dem Beetle hinzufliegen, aber hier sind ja Ranken. Dann können wir hier hochklettern und kommen irgendwo woanders weiter. Aber wieso der unterste zuerst? Sonst geht's nicht. Was war denn damit gemeint? Hä? Hier ist doch... eine Bombe, die wir vielleicht hätten nutzen können. Tatsache. Naja, wir können sie zumindest jetzt benutzen.
Mit dem Kata, mit dem Babalakata. Zack. Ja, das machen wir auf jeden Fall mit dem Beetle. Das ist klüger, mit dem Beetle zu machen. Ching, ching. Dann fliegen wir hier rein. Aufgepasst! Whee! Und bumm, zack, bumm. Mumm. Was auch immer. Komm ich da hin? Gar nicht? Haben wir mit dem Beetle? Scheinbar. Alle drei. Falsche Reihenfolge. Der unterste zuerst. Bist du der unterste? Muss ja sein, ne? Ja doch. Unten, Mitte, oben. Wahrscheinlich ist das die Reihenfolge, richtig? Richtig? Richtig, richtig. Weiß ich nicht. Der ist auf jeden Fall am untersten. Genau, das ist dann der zweite, schätze ich. Bumm. Genau. Und dann der. Logisch gesehen, eigentlich. Ja. Okay, so schwer war das nicht. So schwer war das hier nicht. Alles klar, wo ist denn das? Ach, da ist es doch. Ach, ich kann einfach mich rumbewegen. Oh, das ist ja lustig, wunderbar. Also, wenn hier schon mal ein paar Vasen sind, ne? Dann nehme ich die mal auseinander. Und wo komme ich denn hier mit hin? Einfach nur Rückweg? Kann doch nicht sein. Hier muss ich noch was anderes befinden. Heia! Und noch weiter! Okay. Na komm! Sie brauchen nicht so lang. Da oben ist auch noch was. Moment. Moment. Wachst mal nach. Wächst er nicht nach? Doch. Zack. Dann schnell drumherum. Deshalb habe ich so viel Zeit jetzt auf einmal. Ne? Ja, jetzt macht er Bumm. Oh, knapp. Genau. Jetzt komme ich hier durch. Und kann den blauen Schalter aktivieren. Aha. Oder nicht? Oder doch? Was hat denn das jetzt gebracht? Jetzt habe ich mich einfach nur eingesperrt. Oder nicht? Irgendwas muss sich oberhalb wahrscheinlich verändert haben. Das kann ich mir vorstellen. Was hat sich denn... Ah! Aha! Ein paar Totenköpfe. Ah, danke fürs Herz. Vielen Dank. Danke für die gute herzerbarmende Spende. Wurm? Wurm. Zwei? Das könnt ihr mir nicht antun. Ich bin nicht vorbereitet auf einen Doppelwurmkampf. Die Musik will aber unbedingt, dass ich kämpfe. Ich will aber nicht. Deshalb versuche ich den mal aus dem Weg zu gehen. Ich habe schon genug von dem besiegt. Oder muss ich die besiegen? Oh. Deshalb diese krasse Musik. Ich glaube, ich muss die besiegen. Okay. Bam. Das war knapp. Ja, komm, komm, komm. Bleib stehen. Yes. Der erste ist down. Okay, ich glaube, wir müssen die besiegen, weil ich sehe keinen anderen Weg, wo wir sonst weiterkommen. Komm, beweg dich. Bam. Junge, bam, Junge. Und nu? Kommt er mir jetzt entgegen? Oh, die Musik ist so laut. Macht so ein Drama. Ohne wirklichen Grund. Genauso wie du, Kieferlein. Oh. Ah. Bleib mal kurz bitte stehen. Guck dich bitte kurz um. Würdest du das gerne für mich tun? Das wäre sehr... herzallerliebst, wenn du das machen könntest. Ja, genau so. Nochmal. Kannst du es nochmal machen? Damit ich dir, damit ich dich aufholen kann, please. Ja, genau so, genau so. Und noch einmal noch.
Ich glaube, ich warte einfach mal kurz. Bis der. Yes! Okay, perfekt. Hat geklappt. Wir tanzen. Oh yeah, oh yeah. Ding dang dong, dong. Da oben können wir jetzt lang. Okay, man musste sie killen. Die ganze Erfahrung, Würmer umzubringen. Hat sich hier wohl gelohnt. Oder was? Keine Ahnung. Was aber. Ja. Wir sind wieder im Kartenwechselraum. Oder ist es ein neuer Raum? Nee, es ist ein neuer Raum tatsächlich, merke ich gerade. Aha. Ah ja. Cool. Das finde ich aber echt cool. Ich pack dieses Prinzip vom Dungeon. Okay. Okay. Ja. Der hier könnte vielleicht hier hin. Ist das möglich? Ne, der ist stuck. Die beiden sind immer stuck, die nebeneinander sind, habe ich das Gefühl. Dann weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich mache keinen Fortschritt, glaube ich. Weil wenn ich den jetzt wegmache, geht das nicht. Der bleibt da nicht weg. Das funktioniert so leider nicht. Moment, andere Idee. Wieso will ich denn zurückgehen? Wenn ich doch einfach nach vorne gehen kann. Ja, klar. Und dann komme ich an... Komm ich an den ran? Knapp, ich habe es falsch gemacht, glaube ich. Ich glaube, es hätte funktionieren können, wenn ich es richtig machen würde. Das kann ein bisschen dauern. Na, wo jetzt habe ich es? Genau, so. Und dann komme ich jetzt nach da oben, neuer Raum, und dann komme ich zum Triforce. Also zu einem anderen Triforce. Ah, das ist der Anfangsraum. Ah, okay. Okay, das ist der Anfangsraum. Ja gut, dann gehen wir da jetzt rein. Und dann direkt nebenan ist Triforce angeblich? What? Das kann doch nicht sein. So einfach wird es nicht sein. Auf gar keinen Fall. Glaube ich nicht. Das ist irgendwie voll crazy, dass hier alles abgeht. Okay, genau, genau. Hier lang. So. Das ist neu. Bitte Siegebieter. Dieses Wappen auf dem Boden ist das Wappen von Din. Din? Ich spüre die Macht des Triforce, die davon ausgeht. Es scheint jedoch nicht möglich, das Wappen zu erreichen. Ich schlage vor, einen anderen Eingang zu diesem Baum zu suchen. Das ist der Ausgang hier. Das heißt, den Ort können wir nur von rechts. Ich sehe schon. Das ist ein langer Weg. Okay. Das hier ist der Ausgang. Okay. Das heißt, die beiden sind aber schon mal... Maybe? Richtig? Okay, es gibt noch zwei Orte, die wir nicht besichtigt haben. Kann man mal schauen. Dann kann ich einfach hier an den Kartentisch gehen? Hier ist doch ein Kartentisch einfach offen. Klar, warum nicht? Ja, richtig. Oh, aber weil das Ding in der Mitte ist, kann ich gar nichts verschieben. Also doch, ich kann ein bisschen was halt verschieben, aber... Nichts, was sich dann lohnen würde, weil ich komme ja nirgendwo lang. Waren wir da schon drin in dem Raum? Ups. Okay, ich möchte den unteren und den oben links mal kurz mehr anschauen. Also der hier und der, das Lied in Triforce. An dem komme ich doch eigentlich hin, wenn ich jetzt immer weiter rumschiebe. Ne? Sprich. So. Richtig? Ja, da kommen wir zumindest mal. Ups. Interessant, dass wir alles sehen können. Genau, dann kommen wir jetzt zumindest schon mal in den neuen Raum rein. Dann schauen wir uns das zumindest halt das Ganze mal an. Das ist sehr vorteilhaft. Puh, wo sind wir jetzt? In einer ganz normalen Höhle. An einem ganz normalen Ort. Das ist ein Free Room. Das ist einfach ein kostenloser Raum. Free Room. Okay. Sure. Why not? Wo bin ich gerade?
kein Free Roam? Ha? Okay, wir können nur von links durch. Das heißt, wenn wir das hier vielleicht verändern, dann... Wo kriege ich denn überhaupt den Schlüssel? Ach! Oh, hier ist der Schlüssel! Aber um hier reinzukommen, muss ich erstmal von unten hier durch. Ja, oder? Ich komm schon. Oh Gott. Hilft der uns weiter? Ne, den krieg ich ja gar nicht weg. Oh. Aha! Moment, das kriegen wir hin. Maybe? Ich habe eine Idee. Ich habe eine außerordentlich tolle Idee. Yeah. Was mache ich nicht? Was zum Blödsinn? Die beiden will ich hier nebeneinander haben.